Jetzt, liebe Fußballfreunde, liegt das Spiel 6 Stunden hinter uns. Wir sind gerade wieder in Berlin-Schönefeld gelandet. Es ist die Nacht vom Sonnabend zum Sonntag. Ich freue mich, dass sich Georg Buschner und die Spieler noch bereit erklären, ein paar Fragen zu beantworten. Zuerst zum Resultat, Georg Buschner. Wie kommentieren Sie das? 1:1 im Wiener Praterstadion. Das Resultat ist gut. Es bringt uns wieder etwas näher an die Österreicher heran, würde ich sagen. Sie hatten ja deutlichen Vorsprung durch den Punktvorteil gegen die Türken und durch das 9:0 gegen Malta. Jürgen Kreuth, das war das 81. Länderspiel von Ihnen, ich glaube, nicht das Leichteste. Sie hatten eine Menge zu tun. Vielleicht auch seine Korrektur. Ich glaube, es war das 82., wenn ich mich nicht irre. Pardon, in unseren Statistiken stand das 81., ja, aber da soll kein Streitpunkt zwischen uns sein. Es ist natürlich so, dass besonders in der ersten Halbzeit nach dem Führungstor die Österreicher sehr, sehr stark gedrängt haben. Und es gab da für mich einiges zu tun. Allerdings in der starken zweiten Halbzeit der Österreicher fand ich, dass sie nicht mehr so torgefährlich waren. Wie beurteilen Sie speziell die Leistung von Krankl und Kreuth? Ja, ich würde aus der österreichischen Mannschaft keinen Spieler herausheben wollen. Ich glaube, die Mannschaft war sehr ausgeglichen besetzt. Und solche Leute wie Krankl und Kreuth oder auch den kleinen Schering, ich glaube, diese Leute muss man immer im Auge haben. Und sie haben gezeigt, dass sie auf dem besten Wege sind, erstklassige Stürmer zu werden oder schon sind. Hat es Sie diesmal beunruhigt, dass die unmittelbare Deckung vor Ihnen nicht so sicher stand, wie das auch Georg Buschner sagte? Oder bleibt das ohne Einwirkung? Sie sind ein Mann mit eisernen Nerven. Ja, das sieht so aus nach außen. Und zumindest, es ist natürlich so, dass uns alle, also alle Spieler, hat dieses Publikum etwas beunruhigt. Es war eine sehr, knisternde Atmosphäre im Wiener Praterstadion. Und ich glaube, wir hatten alle damit zu kämpfen. Bei dem einen oder anderen ist das etwas mehr in Erscheinung getreten. Lutz Lindemann, Sie sind zum zweiten Mal in der Nationalmannschaft eingesetzt worden. Sie haben nun also Ihre Feuerprobe bestanden. Wie beurteilen Sie denn so die internationale Atmosphäre? Naja, nachdem es gegen die Schotten ein internationales Freundschaftsspiel war, ein Länderspiel, war es da heute eine ganz andere Atmosphäre. Nicht zu vergleichen mit Oberliga-Punktspielen oder selbst Europacup-Spielen. Es war angeheizt vom Publikum, von der Presse und es war für uns eine schwierige Aufgabe. Und vom Ergebnis her haben wir sie positiv erfüllt, würde ich sagen. Wenn Sie Lutz Lindemann beurteilen sollen, das Beste ist eben 100%. Wie haben Sie abgeschnitten? Naja, ich würde sagen, ich habe heute eine Aufgabe gehabt, die mir eigentlich nicht lag. Ich musste sehr viel defensiv spielen. Gegen den Jara, der hat das ziemlich klug gemacht. Er ist kaum mitgegangen in die eigene Abwehr, hat sich immer wieder anspielen lassen bei unseren Ballverlusten. Und so hing ich oft in der Luft. Ich würde sagen, ich habe mir mit diesem Länderspiel nichts versaut, aber mir noch Steigerungsmöglichkeiten offen gelassen für nächste Spiele. Die wünschen wir Ihnen. Ja, wiedersehen, danke. Lutz Lindemann. Danke. Martin Hoffmann, Sie haben jetzt 6 Länderspieltore geschossen. Möglicherweise war das von Wien eines der wichtigsten, oder? Ja, ich glaube schon. Das Tor in Wien lässt jetzt uns die Chancen für die Zukunft offen. Haben Sie so gut gezielt, genau an der Deckungswand vorbei? Naja, es ist ein bisschen Glück dabei? Natürlich gehört bei solchen Freischüssen immer ein bisschen Glück dazu, aber an sich hatte ich die Ecke anvisiert. Die Abwehr macht es mir leicht, dadurch, dass die Abwehr eben raustrat und sich öffnete. Ich habe den Eindruck, dass Sie selbst wieder ein Aufsteigender, in ansteigender Form sind. Wie beurteilen Sie das? Ja, nach dem Spiel gegen die Schotten, das mir selber gut gefallen hat, konnte ich mich steigern und ich glaube, dass ich in Zukunft noch mehr drin habe, als ich heute gezeigt habe. Wie könnten wir überhaupt unser Angriffsspiel noch verstärken? Da hapert es ja insgesamt vielleicht doch. Wo sehen Sie Möglichkeiten? Na, ich würde sagen, erstmal die Torgefährlichkeit der Stürmer müsste sich noch verstärken und dann die gegebenen Chancen müsste man noch wertvoller ausnutzen. Ich hatte ja zum Schluss heute auch noch eine Großchance und hätte unter Umständen für uns den Sieg noch rausschießen können. Würden Sie jetzt schon einen Resultatstipp für Leipzig abgeben? Wie wird es da in Wien 1:1 und am 12. Oktober? Nachdem wir in Wien sehr gekämpft haben und das 1:1 meiner Meinung nach verdient war für uns, glaube ich, dass wir in Leipzig uns spielerisch auf jeden Fall steigern können und das Spiel gewinnen werden.